Moin, ihr Lieben, und schön, dass ihr am Start seid heute. Ganz gelassen beuge ich mich übers Auto und werde die Ansage hier machen. Wir testen heute die angeblich beste Currywurst Deutschlands. Und das kommt nicht von ungefähr. Es war zum Beispiel ein Jumbo Schreiner da, hat sie zur besten Currywurst gemacht Deutschlands. Ich habe Nachrichten ohne Ende, ich habe recherchiert. Soll wohl das Heftigste sein. Hier kann ich mal ein, zwei Sachen einblenden. Grönemeyer selbst drüber gesungen. Brauchst du was zu kauen? Currywurst. Hier eine Nachricht, offiziell beste Wurst Deutschlands sogar. Was ich natürlich nicht nachprüfen konnte. Aber wir werden das Ding testen. Es ist in Bochum. Wir sind jetzt gerade noch in Dortmund und haben ein anderes Currywurst-Video gemacht. Blende ich am Ende ein. Bundeslandvergleich. Ja, wir werden dahin fetzmetzen. Ja, und werden uns da jetzt erstmal davon überzeugen, ob die wirklich sich abhebt, die Wurst. Ich werde euch noch meine genaue Einstellung zu Wurst jetzt sagen, die ich mir gemacht habe. Guckt euch das Video an. Lasst einen Daumen oben glühen. Ich bin hier nur schon wieder unterwegs in Deutschland. Ich vernachlässige alles, um ein gutes Video auf die Palette zu bringen. Also bis gleich. Wir sind jetzt hier beim Wursthaus am Start. Da kann ich dich vielleicht auch gleich fragen. Ich habe hier gerade, sag ich mal, einen Abonnenten getroffen. Kennst du das Bratwursthaus hier? Nee, kenne ich nicht. So, und denkt auch hier wieder dran. Eure Tipps für Currywurst unbedingt wieder in die Kommentare rein. Habe ich schon gesagt. Daumen oben knallen lassen. Ich glaube, wir sind hier. Ich weiß gar nicht, wo mein einzig lieber Ahmed ist. Ahmed! Ich habe keine Ahnung. Ich habe schon wieder selbst gerade vergessen, was für ein Video ich drehe. Mein Kopf ist schon wieder kaputt. Muss mal kurz drüber nachdenken. Ah, da sehe ich jetzt. Das Bratwursthaus. Ah, da ist Ahmed. Da ist der Laden. Bratwursthaus. Was ist denn hier los? Aber ist hier ein Junggesellenabschied oder was? Ist hier ein Junggesellenabschied oder was? Was? Ich laufe einfach nur so hier rum. Cooles Outfit. Ja, danke schön. Ist echt kein Junggesellenabschied? Nein, das ist mein... Läufst du so rum? Das ist mein Style. Das ist geil, die habe ich früher abgebrochen. Was meinst du, wo die herkommen? Auch, als du noch jung warst. Leider. Als ich noch jung war und bestimmt nicht vor einem Monat. Nein. Weißt du, was ich gehört habe? Da in diesem Bratwursthaus sollst du gute Bratwurst geben. Das stimmt, die ist tatsächlich ganz gut. Ja? Die kriegen aber ihre Würste auch vom Dönninghaus geliefert. Das ist so der Metzger hier im Bochum. Die kriegen das vom Dönninghaus. Jetzt check ich das, weil ich habe so YouTube mache ich, ne? Kommentare, dann schreibe ich immer Dönninghaus und Bratwurst. Und ich denke, sind das jetzt zwei verschiedene Sachen? Sind das nicht zwei verschiedene Sachen? Das hier ist ein eigener Laden, aber die kriegen halt ihre Würste wie die meisten von Dönninghaus. Alle von Dönninghaus, ne? Die ganzen Nachmacher. Aber kannst du sagen, die kann man empfehlen? Was heißt die ganzen Nachmacher? Nein, Dönninghaus verkauft halt ihre Wurst an alle. Ja. Weil Dönninghaus einfach der Shit ist. So. Das Monopol ist das ja. Sozusagen. Hier, mein Lieber, mein Kollege steht da schon. Ich will den nicht zu lange warten lassen. Mach dir einen schönen Tag, ne? Vielen Dank. Hab noch einen guten. Ebenso. Ciao, ciao. Nee. Oh, Ahmed steht schon mal an hier. Oh, die Wurst sieht hier aber auch gut aus, die Pommes, ne? Oh, Pulled Pork. Ach nee, Pulled Pork, das will ich jetzt nicht. Aber könnte ich schon wieder Pulled Pork jetzt nehmen. Hollandaise sieht geil aus. Frage ist, ob man das auch normal zu Currywurst. Oh, kriegt man auch normal dazu. Das ist aber heftig. Guck mal, hier gibt es ganz viele Sorten, die man zu Currywurst dazu kriegt auch. Zum Beispiel Greek kann man nehmen. Pulled Pork, Jäger. Mit Jägersoße. Oh, lecker. Selbstgemachter Jägersoße. Schwanzpetersilie. Oh, das hört sich gut an. Das passt, glaube ich, gut dazu. Also, wir würden dann einfach eine Curry Pommes nehmen mit Pommes rot-weiß und einmal noch mal die mit Jägersoße, die Pommes extra oben drauf. Soll Currywurst mit Pommes zusammen oder einzeln? Lieber einzeln, oder? Nee, das kann zusammen. Du darfst jetzt keine Fehler machen. Alle Augen sind auf dich gerichtet. Perfekt, machen wir die schon mal. So. So, ihr Lieben, wir haben hier zwei wunderschöne Geschöpfe. Die angeblich beste Currywurst Deutschlands, wahrscheinlich sogar der Welt. Oha.
Ich muss wirklich sagen, und das sage ich auch noch in meinem anderen Video nochmal, unter Umständen bin ich mit meinem Currywurst-Ranking ein bisschen zu tief gestartet, weil ich will nicht zu hoch starten, wenn ich ein Ranking starte und Gefahr laufen, dass zum Schluss ich keinen Platz mehr nach oben habe. Aber das Verhältnis zu den anderen Würsten wird immer gewahrt. Vom Verhältnis her stimmt das. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Das ist die erste Currywurst, die jetzt richtig raussticht von allen. Die ist ganz weich im Biss, richtig geschmeidig, zerfällt fast im Mund. Sehr durchdringende Soße, nicht zu durchdringend. Intensiv, aber boah, stark einfach. Der Ehrenmann hat uns hier filmen lassen. Danke an Bermuda-Döner. Die Wurst ist überhaupt nicht auf die Röstung getrimmt. Viele Würste sind sehr prägnant und sag ich mal, der Fokus und auch das, was Spaß bringt an der Wurst, ist diese Röstung. Hier fällt das komplett weg. Die punktet einfach ganz intensiv durch diese Besonderheit, durch den Biss, durch dieses, ich würde beinahe sagen, weich schmelzende Mund. Ganz durchdringende Currynote auch in der Soße. Super. Pommes mit Schale gewählt. Weich von innen, knusprig außen. Nichts gegen einzuwenden. Wirklich starkes Ding. Ich will nichtsdestotrotz hier diese Jägerpommes auch noch einmal probieren. Die haben viele Special-Varianten. Viel stark. Ja, wenn da keine 3 Kilo Sahne dran sind, dann möchte ich nicht mehr Holle 2614 heißen. Wirklich gut. Boah, wild, wild, wild. Schön mit Pilzen. Das ist ganz schwer zu bewerten. Ganz schwer. Boah, die sind echt saustark, die Pommes auch. Nehmen wir natürlich aus der Bewertung raus. Viel zählt nur Curry Pommes. Weiß gar nicht, was wir beim anderen Currywurst-Video. Ich muss mir das Ranking nochmal angucken. Also, wie eben erwähnt, Currywurst-Ranking sehr weit unten gestartet. Das Verhältnis aber stimmt von der Reihenfolge. Besser als gerade mit 7,8. Ich glaube, Currybaude in Berlin. Ich würde dem hier, ich würde eine 8. Es soll angeblich die beste Currywurst Deutschlands sein. Ehrlich gesagt, ich kann da absolut nichts zu sagen. Dafür habe ich viel zu wenig getestet. Es war aber für mich mit 8 von 10 Punkten bisher tatsächlich die beste Currywurst wahrscheinlich meines Lebens, ja. Die war krass. Dafür vielen Dank für das eindringliche darauf hinweisen in den Kommentaren. Bisschen mehr Rüstung noch und dann hätte das Ding wirklich noch mehr Punkte gekriegt. Denkt an das, was ich eben gesagt habe. Ich habe weit unten gestartet mit dem Ranking, weil ich absolut keine Ahnung habe, wo es hingeht. Ich habe ein bisschen das Gefühl, bei Currywurst ist es so, das, was ich vielleicht erwarte, diese super Special-mäßige nach oben, was vielleicht dann eine 9 von 10 oder so mal gibt, ist vielleicht bei Currywurst nicht möglich, weil man bedenken muss, dass da so ein Ausreißer, was soll da groß passieren? Ich weiß es nicht. Wenn ihr der Meinung seid, ihr habt was, was das Ganze nochmal deutlich nach oben pusht, ich danke euch für das Kommentar, das ihr dann reinhaut. Ich versuche dem auf den Grund zu gehen. Lasst den Daumen oben gerne auch nochmal knallen und dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Video.